Es geht also gleich los. Ja, ich glaube, die meisten sind inzwischen da. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Veranstalters, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit des Landesbüros Nordrhein-Westfalens. Mein Name ist Ludger Kersting, ich bin freier Journalist. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie heute so zahlreich dabei sind. Und wir würden Sie natürlich auch gerne beteiligen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass Sie schon mal schriftlich gleich Fragen stellen können. Dazu sage ich gleich noch was. Und das zweite ist, ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet mit drei Fragen und Antwortmöglichkeiten. Und da werde ich jetzt mal mit beginnen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich da beteiligen. Dann gehen wir auch gleich zur ersten Frage. Was verbinden Sie mit künstlicher Intelligenz? Die Antworten: Fortschritte wie automatische Übersetzungsprogramme, Systeme, die zu viel Einfluss auf unser Leben erhalten, oder Sie haben keine Meinung dazu. Da sind schon dabei. Wir haben schon 50, über 50%. Die Chancen sind hier in der Mehrzahl bisher. Ja, 75%, fast 80% haben abgestimmt. Über 80% jetzt. Ja, 66% sagen die Fortschritte, 32% zu viel Einfluss und 2% haben da keine Meinung zu. So, dann gehen wir zur zweiten Frage. Moment, da klappt irgendwas nicht. So, jetzt geht's weiter. Zweite Frage. Starte mal die Umfrage. Teilen Sie die Aussage, wir können auf künstliche Intelligenz nicht mehr verzichten, beispielsweise bei der Entwicklung neuer Therapien? Ganz einfache Antworten: Ja, nein oder ich weiß nicht. Über 50, 60%, 70% gleich haben abgestimmt. Ja. So, das Ergebnis: 86% ja, 7% nein, 7% weiß nicht. So. Dann kommen wir zur dritten Frage. Ich habe heute ein bisschen technische Schwierigkeiten hier. Monotone Arbeitsprozesse werden dank künstlicher Intelligenz aus unserer Arbeitswelt verschwinden. Welcher Aussage stimmen Sie eher zu? Jobs fallen weg und können so nicht mehr ersetzt werden. Erste Möglichkeit: Jobs fallen weg. Dafür kann die Arbeitskraft innovativer eingesetzt werden. Zweite Möglichkeit: Oder eben, ich habe dazu keine Meinung, weiß nicht. Ja, fast 70% haben abgestimmt. Auch da werden die Chancen höher eingeschätzt. 74% nämlich. Antwortmöglichkeit 2. Jobs fallen weg, 24%, und weiß nicht, 2%. Also Sie haben alle eine dezidierte Meinung. Ich bedanke mich schon mal hier, dass Sie da mitgemacht haben. Jetzt geht es weiter im Programm. Ich wollte noch was sagen, bevor wir jetzt auch wirklich dann starten mit dem Web Talk.
zu den Fragen. Sie können also unten in der Menüleiste unter Fragen und Antworten jetzt schon Ihre Fragen stellen. Schön wäre es, wenn Sie auch gleich sagen, an wen diese Frage gestellt ist von unseren beiden Experten. Und die Frage ist immer ganz gut, wenn sie schön und knapp geführt wird. Und ja, das können Sie jetzt schon machen. Und eine Viertelstunde vor Ende unserer Sendung werden wir dann die Fragen beantworten. Wir können nicht immer alle beantworten, das ist ja klar. Aber wir versuchen natürlich, die meisten reinzunehmen. Und das war es jetzt von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Nicole Köster, die jetzt das Gespräch führen würde, und wünsche uns allen einen schönen Abend und viele neue Erkenntnisse. Ja, danke schön, Ludger Kersting. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zu Wenn Maschinen immer klüger werden. Ich freue mich sehr auf zwei ganz spannende Gesprächspartner, Professor Christoph von der Malsburg und Manuel Höferlin. Professor Christoph von der Malsburg, Pionier der technischen Gesichtserkennung und einer der anerkanntesten Experten für künstliche Intelligenz, Mitglied des Deutschen KI-Preises, des Wirtschaftsmagazins Bilanz. Und sie warnen durchaus vor künstlicher Intelligenz und deren Einsatz. Manuel Höferlin, seit 2019 Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda des Deutschen Bundestags und Unternehmer. Und sie warnen vor zu viel German Angst bei der künstlichen Intelligenz. Die große Frage ist ja, ist das alles ein großer Hype, riesige Nachfrage, dass die Startups einfach mal KI draufschreiben und schon sind die Geldgeber da? Wie ist denn überhaupt die Definition von künstlicher Intelligenz? Manchmal steht es drauf, ist es denn überhaupt drin? Und jetzt haben wir gerade die Umfrage gehört, an der sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schon beteiligt haben. Erstmal die Frage an Sie, Professor Christoph von der Malsburg. Dieses Umfrageergebnis, hat Sie das überrascht? Ja, ich freue mich drüber, muss ich sagen. Das waren doch alles ganz positive Meinungen. Denn umgekehrt gibt es ja auch viele Ängste in Bezug auf künstliche Intelligenz ausgelöst, hauptsächlich einerseits durch Mangel an Wissen und andererseits auf zu große Versprechungen, die heute noch gemacht werden, was das eigentlich ist. Wie sieht es bei Ihnen aus, Manuel Höferlin? Überrascht oder erwartet? Ich würde sagen, bei Teilnehmern bei der Friedrich-Naumann-Stiftung hat es mich jetzt nicht überrascht. In anderen Runden wäre vielleicht weniger Optimismus angebracht. Nein, ernsthaft, es ist ja durchaus unterschiedliche Stimmungslagen in der Bevölkerung. Und ich spreche auch mit vielen Menschen. Erstmal fängt es damit an, dass viele gar nicht genau wissen, was sie auch unter künstlicher Intelligenz eigentlich verstehen sollen, was sie erwartet. Da gibt es eine große Bandbreite. Faktisch haben wir im Moment noch nicht das, was wir vielleicht in Science-Fiction-Filmen kennen. Und da, je nachdem, wie man das anguckt, hat man eben mehr Angst oder mehr optimistisch-positive Erwartungshaltung. Bei der Einordnung können Sie, Professor Christoph von der Malsburg, uns sicherlich gut helfen, denn dieser Begriff von künstlicher Intelligenz, der tauchte ja schon sehr früh auf, 1956, das erste Mal bei einer wissenschaftlichen Konferenz in den USA. Wie wurde damals KI definiert und wie ist der Weg dazu heute? Was sagen Sie? Also die Definition damals war, das war ja ein Forschungsantrag und die Antragstellenden waren der Meinung, dass sie das Thema in einem Sommerprojekt erledigen könnten. Und die Idee war, dass ein System dann intelligent ist, wenn es Aufgaben erledigen kann, die man sonst nur Menschen zutraut. Wie hat sich das heute verändert? Ist das noch die gleiche Definition? Ja, das ist im Prinzip noch die gleiche Definition. Das ist aber natürlich eine Grenze, die sich ständig verschiebt, denn schon automatische Rechenmaschinen machen ja Dinge, die man sonst vorher nur Menschen zugetraut hat. Also manche Vertreter der künstlichen Intelligenz maulen und sagen, immer wenn wir ein Problem gelöst haben, dann wird es nicht mehr künstliche Intelligenz genannt, sondern Automatisation oder so. Und das, was jetzt im Augenblick ja diesen riesen Enthusiasmus ausgelöst hat, ist, dass da schon eine bis dato ärgerliche Schranke eingerissen wird, nämlich zwischen den natürlichen Daten, Bildern oder Schalldaten einerseits und der technischen, der digitalen Welt andererseits. Früher war das sehr mühsam, zwischen denen zu übersetzen. Da musste man also immer irgendwelche Tricks spielen. Und heute ist es möglich, dass also die Maschine Objekte auf Fotografien erkennt oder eben Sprache erkennt. Das ist ja wohl das, was den meisten
Menschen am nächsten ist, dass man mit Siri direkt reden kann oder in den SMS eine Nachricht eintippen kann. Das ist schon ein Riesenfortschritt, dass diese Schranke zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt auf die Weise durchlässig gemacht worden ist. Um einfach mal einzuordnen, wo wir denn heute aktuell stehen bei der KI. Wir haben das jetzt gerade auch in der Umfrage gesehen, gerade im medizinischen Bereich gibt es da viele Hoffnungen und da sind die Erwartungshaltungen auch sehr hoch. Jetzt haben wir ein kurzes Vorgespräch geführt, da erwähnten Sie die Medien und als eloquenteste KI dabei wird GPT-3 beschrieben. Vielleicht erklären Sie einfach mal kurz, was dahinter steckt. Dann haben wir gleich ein plastisches Beispiel. Also das wird im Augenblick als die Speerspitze der künstlichen Intelligenz angesehen. Es gibt in Amerika eine Organisation, die sich zunächst mal als gemeinnützige Organisation angemeldet hat und mit 1 Milliarde finanziert worden ist von Elon Musk und anderen, OpenAI, die also nun denen es am Herzen liegt, dass es da ethisch zugeht und dass die wollten in großer Bescheidenheit an der Speerspitze der künstlichen Intelligenz sein und dann gleich den Daumen drauf haben, dass damit nichts Unethisches passiert. Und die haben nun dieses GPT-3 entwickelt. Das hat gigantische Mengen von Text in sich reingefressen, also 300 Milliarden Worte. Das würde ein Mensch, selbst wenn er 10 Worte pro Sekunde liest und das 24 Stunden und 7 Tage in der Woche macht, müsste er 1000 Jahre lesen. Also eine ganze Riesenmasse von Daten. Und das System ist nun fähig, wenn man ihm einen Hint gibt, also sagen wir, sagt, schreib mal einen Artikel über künstliche Intelligenz, einen Kommentar in der Zeitung, und also einen kurzen Satz als Befehl und dann einen Anfangssatz. Und dann schreibt das Ding das weiter und erzeugt sehr verständliches, also in diesem Fall Englisch, bleibt beim Thema, verhaspelt sich nicht, es wirkt sehr überzeugend. Das ist also nun die Speerspitze. Manuel Höferlin, als Befürworter der künstlichen Intelligenz, wenn Sie so etwas hören, und Ihnen ist auch dieses Beispiel sicherlich nicht neu, wie kritisch stehen Sie dem gegenüber? Ich habe ja gerade eben schon versucht zu sagen, dass es verschiedene Enden von dem Thema künstliche Intelligenz gibt. Das ist jetzt wirklich sozusagen, wie Professor von der Matwo sagte, die Speerspitze. Es geht um Deep Learning, also wirklich schwierige künstliche Intelligenz, die das war, wo wir heute gerade hinstoßen. Das, wo wir am meisten ja KI uns begegnet, ist ja einfaches maschinelles Lernen und auch Siri ist weit davon entfernt, intelligent zu sein. Das ist eine intelligentere Spracherkennung, wenn man mal Siri versucht, durch Syntaxumstellung sinnveränderte Fragen zu stellen, versteht das Siri nicht. Also Siri kann bestimmte Dinge einfach nicht verstehen, weil wir den Fragesatz umstellen. Für uns ist es völlig klar, Siri ordnet das gleich ein. Da merkt man dann, dass da wirklich noch ein ganzes Stück von KI fehlt. Ich bin begeistert von jedem Projekt, das sowas loslegt, was in Deep Learning anfängt. Ich finde, wir können auch gar nicht das abstellen oder negieren, weil es wird in jedem Fall erforscht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das eher unterstützt, dass man das begleitet, dass man Freiräume schafft, um sowas zu entwickeln und die Einordnung aus gesellschaftlicher Sicht, die dann oft auch politisch, wie ein Vertreter der Gesellschaft sozusagen im politischen Spektrum, dann auch einordnet, was man damit machen kann. Das Werkzeug an sich ist ja nicht gut und nicht böse, die Benutzung dessen. Und da müssen wir halt als Gesellschaft drauf aufpassen. Und das ist letztlich am Ende das, was politische Aufgabe ist, nicht das Entwickeln oder das Vorgeben von Entwicklungen, auch gerade in solchen Hochtechnologie Forschung. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, dass manchmal noch gar nicht klar ist, was die KI kann und was nicht. Und diese komplizierten Modelle, was dann auch die echte KI macht, das macht dann wirklich auch Hunderttausende an Rechenressourcen aus. Also das kostet einfach sehr viel Geld, weil es immer wieder auch angepasst werden muss. Das sind viele aufwendige Prozesse. Und Firmen, die da auf eine echte KI setzen, die haben hohen Investitionsbedarf.
Und Firmen, die mit einfachen Algorithmen rechnen, da entstehen diese Kosten einfach nicht. Jetzt gibt es aber viele Firmen, die sich hüten, das richtig zu stellen und sich trotzdem KI ranschreiben. Sind Sie damit einverstanden, weil Sie sagen, ach, wir fördern erstmal alles, ich bin erstmal, stehe jedem positiv gegenüber? Also ich nehme jetzt mal gerade die Frage, die ich hier schon lese, von Herrn oder Frau Schwichtenberg auf, der oder sie schreibt, kann man den irreführenden Begriff künstliche Intelligenz wieder loswerden? Also nicht alles, wo KI im Moment draufsteht, ist KI drin, also im engeren Sinne. Also das ist einfach, manchmal sind das gute Algorithmen, manchmal ist es eben maschinelles Lernen, was wir auch unter KI fassen, aber faktisch ja etwas ganz anderes ist als wirkliche neuronale Netze oder Deep Learning Mechanismen. Es ist auch die Frage, auf was baut das auf? Ist das einfach eine sehr gute Anwendung, die mit großen Datenmengen umgehen kann? Vielleicht ist auch der Datenbestand besonders gut. Das ist ein Punkt, wo ich gerne später nochmal drauf zurückkommen möchte, weil gerade das Datenrecht ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist. Oder sind das eben einfach clevere Algorithmen? Deswegen, ich glaube, die Frage ist schon schwer zu beantworten. Also ich glaube, je nachdem, wie man KI definiert, ist nicht überall KI drin, wo KI draufsteht. Umgekehrt kann man aber auch sagen, naja, der Begriff KI ist so unbestimmt, dass eigentlich in ganz vielen Dingen, die wir tagtäglich haben, schon KI drin ist. Von daher wäre es vielleicht klüger, man würde eben von maschinellen Lernen oder von Deep Learning Anwendungen sprechen. Das ist aber dann nicht mehr so praxistauglich. Und man kann es auch nicht mehr draufschreiben. Ja, da gibt es ganz interessante Zahlen von wohl 2830 Neugründungen in Europa, die als KI-Unternehmen eingestuft wurden, entsprachen dann bei einer Prüfung nur 1580 tatsächlich einer KI. Christoph von der Malsburg, wie betrachten Sie denn so eine Entwicklung? Ja, so ein Gebiet wird ja enorm durch Hype getrieben. Also ich persönlich habe auch schon versucht, für die Art von Forschung, die ich mache, oder für die Art von Anwendung, die ich mache, Geldgeber zu finden. Und laufe dagegen eine sehr harte Wand, wenn ich nämlich sagen muss, das, was, so wie ich das mache, macht das niemand sonst. Dann schaltet jeder Laie, jeder Geldgeber, potenzielle Geldgeber sofort ab, in der Sekunde, und sagt, aha, noch so ein Spinner. Währenddem, wenn man bei so einer Gelegenheit auftritt, ohne irgendwelche technischen Inhalte zu erklären, ich mache das, was jetzt im Augenblick auf der ganzen Welt eine Riesenwelle ist, das überzeugt Geldgeber. Also es ist sehr schwer, an der Mainstream vorbeizusegeln. Und deswegen ist es sehr verführerisch für jemanden, der also irgendeine digitale Anwendung machen will, nicht zu sagen, hier ist künstliche Intelligenz drin. Also in dem Zusammenhang, man muss ja den Unterschied zwischen digital und künstlicher Intelligenz machen. Digital ist eben programmgesteuerte Funktion, so wie Sie vorhin gesagt haben, während künstliche Intelligenz dieses Werkzeug des Deep Learning einsetzt. Und der Investor kann es überhaupt nicht beurteilen, ob das da wirklich drin ist oder nicht. Und deswegen glaube ich das schon, dass nur in der Hälfte dieser Firmen wirklich ernsthaft nun mit Deep Learning und entsprechenden Datensätzen gearbeitet wird. Der Blick geht ja häufig nach Amerika. Die großen Unternehmen, die sehr weit sind in der Entwicklung im Silicon Valley, da gibt es durchaus einige Aussteiger, und die darauf hinweisen, dass die Unternehmen in wertvolle Gebiete vorstoßen. Beispielsweise Google baut Smart Cities, dann die Verkehrstechnik, Amazon sprachgesteuerte Geräte. Und die Aussteiger, die warnen davor, dass mit all diesen Daten, die dort erfasst werden, dass unser Verhalten manipuliert wird. Und da kommt natürlich auch für Sie als Politiker, Manuel Höferlin, gleich die Frage auf die Demokratie zu sprechen. Wie sieht das aus? Algorithmen manipulieren am Ende unsere Demokratie. Die US-Wahl vor 4 Jahren war dafür ja auch ein gutes Beispiel, oder? Also ich glaube nicht, dass die Algorithmen manipulieren, sondern wir lassen uns natürlich auch ein Stück weit selbstgefällig manipulieren, indem wir manche Dinge einfach unkritisch annehmen. Also wer Facebook beispielsweise nutzt und glaubt, er sieht in seiner Timeline ein ausgewogenes Bild der Welt, dem fehlt es dann offensichtlich ein Stück weit an Medienkompetenz. Und wer glaubt, er sei Kunde bei Facebook und nicht Teil des Produkts, hat auch Facebook noch nicht verstanden. Also es gilt einfach darum, dass wir ein Stück weit verstehen, womit wir da eigentlich arbeiten und was wir da eigentlich tun. Und
Deswegen, Sie haben den Punkt Daten angesprochen. Ich glaube, der Umgang mit Daten ist nicht zufriedenstellend aus meiner Sicht geregelt. Wir haben in Europa ein sehr gutes Datenrechtsregime, was personenbezogene Daten angeht. In der Regulierung, in der Durchsetzung haben wir noch eklatante Mängel, sowohl was die Durchsetzung von Datenschutzbeauftragten in Europa gegenüber Unternehmen angeht, aber ich finde noch viel stärker in der Nutzung oder in der Durchsetzung von Datenrechten einzelner Menschen. Da fehlen solche Dinge wie Datentreuhänder, die meine Rechte wahrnehmen können. Es ist einfach nicht mehr zumutbar, dass ein Einzelner versteht, wenn er irgendwo Einwilligungen erteilt, was daraus am Ende passiert und wie er das noch nachträglich steuern kann. Die Delegation von Datenschutzrechten, so will ich es mal sagen, ist eine Sache, die kommen muss. Und das hat dann nachher auch natürlich direkte Auswirkungen auf große Datenmengen und dadurch auch dann wieder auf KI-Anwendungen dahinter, weil die natürlich auch mit solchen Datenmengen arbeitet. KI-Anwendungen, Big-Data-Anwendungen sind oft gar nicht darauf ausgerichtet, Einzeldatensätze zu verwenden, aber trotzdem betrifft es natürlich die. Und das Problem wird noch viel größer, wenn wir künstliche Intelligenz bei nicht personenbezogenen, also bei maschinell erzeugten Daten nachher anwenden. Und die werden jetzt erst kommen in großen Mengen. Also wir sind ja gerade erst am Beginn davon, dass Sensoren Daten erzeugen, Daten austauschen, Daten verwenden und dann auch Algorithmen dahinter, in welcher Tiefe auch immer, mit künstlicher Intelligenz, auf jeden Fall mit großen Datenauswertungen, möglicherweise Entscheidungen treffen. Und da gibt es eben noch einen großen Nachholbedarf in Europa, insgesamt in der Welt. Wir müssen das ja letztlich am Ende irgendwann mal weltweit regulieren, zumindest mal versuchen. Auch ein Punkt, in dem wir ja eklatanter hinterherhängen, weil wir leben in einer durchdigitalisierten Welt ohne Grenzen und regulieren immer noch national und europäisch und stoßen oft an die Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes der Regulierungsmöglichkeiten, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Datenschutzregeln oder die Datenübertragung in die USA oder andere Teile der Welt ansieht. Zur Regulierung würde ich gerne kommen. Ich würde gerne noch an Beispielen bleiben, was wir aktuell schon erleben. Also Stichwort Hass, Desinformation, Verschwörungstheorien. Die Algorithmen sind das Problem, weil sie Inhalte propagieren, die stärkere Reaktionen hervorrufen. Also Videos von Verschwörungstheoretikern werden öfter empfohlen als seriöse Nachrichtenseiten. Da kann man vermutlich überhaupt nicht entgegenwirken. Christoph von der Malsburg, sind Sie schockiert über solche Entwicklungen? Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja darüber unterhalten. Die Firma Microsoft hat vor einiger Zeit, vor einem Jahr oder so oder vor 2 Jahren, einen Bot, einen Roboter, einen Chat-Roboter aufgemacht unter dem Namen Tai, T-A-Y, der einfach, mit dem man also per Text sich unterhalten konnte. Und der war genauso, wie Sie eben gesagt haben, darauf angesetzt, möglichst viel Resonanz zu kriegen. Und nach einem einzigen Tag war der total versaut. Der hat nur rassistische Bemerkungen, sexistische Bemerkungen, unglaubliche Dinge gesagt, weil er damit rasend viel Resonanz gekriegt hat. Also die Typen, die mit dem gechattet haben, die haben ein Riesenvergnügen dran gehabt, den also in dieser Weise irre zu führen. Das war nun ein extremes Experiment. Microsoft hat diesen Bot sofort abgeschaltet nach einem Tag. Aber tendenziell ist das ja in diesen ganzen Internetblasen so, dass man da also sich zusammenfindet im Sinne einer gemeinsamen Meinung und die Resonanz, die man kriegt, optimiert. Und ich finde das sehr sorgenvoll, dass unsere Gesellschaft Tendenz hat, in diesem Sinne total zu zerfallen und sich nicht mehr zu verstehen. Wir erleben das ja gerade auch in der Corona-Pandemie. Manuel Höferlin, das war heute doch sicherlich am Tag, wo das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde, Thema auch, oder? Wir haben uns heute vor allem mit dem Infektionsschutzgesetz behandelt. Wir haben ja da auch einen Änderungsantrag umfassend gestellt und deswegen war das vorwiegend Thema. Ansonsten haben wir vor allen Dingen einen Sitzungstag gehabt, der auch sonst voll geknallt war. Deswegen bin ich auch erst kurz vorher hier zu Ihnen dazugestoßen. Wir haben jetzt heute nicht über diese Blasen gesprochen, aber Sie haben natürlich recht, das ist Teil dessen, was wir auch dann hier sehen. Das tritt ja sozusagen in die Kohlenstoffwelt über. Ja? Menschen, die sich eben im Internet oder über das Internet in ihrer Blase unterhalten und auch natürlich echauffieren, dann auch irgendwann hier in Berlin
demonstrieren gehen, was ihr gutes Recht ist, solange sie uns nicht von der Arbeit abhalten. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen heiß diskutiert werden. Ich bin großer Freund von Demonstrationsfreiheit, auch in Berlin, sogar auch vor dem Parlament, aber bitte dann am Ende noch die Parlamentarier arbeiten lassen, weil das würde sonst vielleicht auch Demokratie unterspülen. Hier werden Sie von Bots von der Arbeit abgehalten? Nein, tatsächlich werde ich, ja, also sagen wir so, ich kann mich dem, ich, obwohl ich digitaler Nerd bin, seit 25 Jahren, lasse ich mich nicht online abhalten. Klar gibt es natürlich wahnsinnig viel Input von außen. Ich bin ja auch über zig verschiedene Kanäle erreichbar und natürlich gerade in den letzten Tagen ist die Flut an Nachrichten, die auf mich zugekommen sind, von außen enorm gewachsen. Auch im Internet gibt es ja Möglichkeiten in sozialen Netzen außerhalb seiner Blase zu gucken. Sie zielen ja im Prinzip darauf hinaus, ob man überhaupt noch sozusagen außerhalb der Wahrnehmungsblase schauen kann, wenn die Algorithmen der sozialen Netze eigentlich darauf ausgelegt sind, sich sozusagen in seiner Blase hochzusteigern. Das findet auch teilweise statt. Ja. Also Herr Professor von der Malzburg hat das genau richtig gesagt. Dieser Twitter-Bot von Microsoft war phänomenales Beispiel. Das zeigt auch, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, sprechen wir eben nicht von emotionaler Intelligenz oder gesellschaftlicher Erziehung. Das ist nicht Aufgabe dieser Algorithmen, die da arbeiten, sondern die arbeiten eben mit klarem Ziel, zum Beispiel möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Könnte jetzt ein bisschen frech sein und sagen, naja gut, das sieht man zum Beispiel bei kleinen Kindern auch so, ne, denen dann noch vielleicht die emotionale Intelligenz fehlt, denen muss man das eben beibringen und das geht eben derzeit zumindest für den Algorithmen nicht, dafür sind die auch nicht gebaut. Sie sind eben sehr fokussiert auf klare Funktionen oder Ziele. Es gibt keine künstliche Intelligenz, die arbeitet wie ein menschliches Gehirn, schon in der Sache nicht und schon gar nicht, wenn man über emotionale Intelligenz spricht. Davon sind wir zum Glück ganz, ganz, ganz weit weg. Und deswegen muss man das einfach als funktionelle, maschinelle Systeme mit besonderen Eigenschaften erstmal sehen. Und so funktionieren allerdings wirklich die Algorithmen bei Facebook oder bei anderen, weil die natürlich gewinnbringend sind, weil natürlich Facebook ja ein Interesse beispielsweise hat, zu bestimmten Themen in einer Blase dann auch diese Menschen mit entsprechender Werbung zu erreichen. Und das funktioniert genauso. Und wenn einem das Prinzip klar ist, darf einen das nicht wundern, dass wenn man gern darüber spricht, über ein bestimmtes Thema, eben dann auch davon zugeballert wird. Und vermutlich kann eine KI dennoch unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Professor von der Malzburg, Sie haben ganz am Anfang mal die Ethik ins Spiel gebracht. Inwiefern ist das jetzt schon klar, wie eine gesellschaftliche Veränderung aussehen kann durch KI? Also die gegenwärtige KI hat ja nur solche Ziele, wie Herr Höfeling gerade gesagt hat, die leicht zu messen sind, also die Menge der Aufmerksamkeit, den Gewinn, den man hier mit der Werbung an der Seite machen kann. Das ist ja das, was die treibende Kraft der Angelegenheit, die also für sich noch gar keine ethische Richtung setzt. Eine Sache ist natürlich sorgenerregend, nämlich, wie wir haben im Vorgespräch vorhin darüber geredet, die jungen Leute, die sich ständig mit ihrem Mobiltelefon beschäftigen, sich ständig ausstellen in Facebook an anderen Stellen, ständig dabei sein, noch ein Selfie aufzunehmen, dieser Narzissmus, diese Selbstanbetung, die ja in unserem Weltbild schon längere Zeit drin ist, die können die aber jetzt ungeheuer ungebremst ausleben. Und das halte ich vom ethischen Standpunkt schon für sehr gefährlich, weil wir ohnehin eben, wie gesagt, Tendenz haben, egoistisch uns zu verhalten. Aber auf diese Weise verschwindet für die jungen Leute völlig der Blickwinkel anderer Menschen. Die sehen nur noch sich selber in diesem digitalen Spiegel. Und da ist die große Frage, wenn wir jetzt über Chancen und Risiken sprechen und über Regulierung. Es gibt ja durchaus Vorschläge einer Regulierung, dass man KI nach Risikogruppen einstufen sollte. Wäre das eine Maßnahme, wo Sie als Wissenschaftler sagen, ja, da gehe ich durchaus mit? Also Facebook und andere
Solche Firmen haben ja das Problem, dass sie nun unter Druck gesetzt werden, Dinge rauszuschalten, also zum Beispiel, wenn sie von Herrn Trump kommen und nicht der Wahrheit entsprechen, also den Verkehr zu überwachen. Und das passiert im Augenblick, wenn ich recht orientiert bin, durch Menschen. Da werden also Riesenheere von Leuten drangesetzt, also solche Einträge zu begutachten danach, ob sie akzeptabel sind oder nicht. Das wird ja nun früher oder später automatisiert werden müssen. Und dann legen wir ethische Kriterien in die Hand von KI. Herr Höferlin hat gesagt, das ist im Augenblick noch gar nicht denkbar, dass da also Emotionen irgendwie ins Spiel gebracht werden. Und er sagte auch, Gott sei Dank ist das nicht denkbar. Aber an dieser Stelle scheint mir eine offene Flanke zu sein. Da werden wir also geradezu darauf dringen müssen, dass sowas automatisiert und damit effizient wird. Und dann dann fängt es mit der Ethik eigentlich erst richtig an, dass wir dann die Kriterien genau festlegen müssen. Also so eine Diskussion hat sich ja schon mal um die Frage der Pornografie im Filmgewerbe gegeben. Da gab es oder gibt es wahrscheinlich Komitees, die Ethikkomitees, die also nun einen Film begutachten, ob der also nun ab 16 Jahre oder später erst freigegeben wird. Und das sind sehr heftige Diskussionen festzulegen. Also da gibt es die Meinung von jemandem, ich habe vergessen, wer es war. Ich brauche keine Definition, ich erkenne es, wenn ich sehe, wenn ich Pornografie sehe. Aber da sind richtige, echte Diskussionen nötig. Und dann ist ja natürlich eine Sache, die mit immer besserer Technik aufkommt, nämlich immer weitere Autonomie in technischen Gebilden. Also die offene Flanke da ist natürlich, oder die Speerspitze, sind die autonomen Autos, die autonomen Fahrzeuge. Und im Augenblick ist die Technik so weit, dass sie also sehr zuverlässig Autos auf der normalen Landstraße oder auf der normalen Autobahn fahren lassen kann. Aber diese Technik ist ziemlich hilflos, wenn es um ungewöhnliche Situationen gibt. Also da ist ein Unfall passiert, man muss sich irgendwie dran vorbeischleichen oder anhalten. Und da kommt es eben sehr ins Spiel, dass die heutige Technik solche Situationen noch nicht auf allgemeine ethische Prinzipien beziehen kann, wie jeder menschliche Autofahrer, dem es ans Herz gelegt wird, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten, nämlich niemanden zu Schaden kommen zu lassen. Also das ist eine Front, an der einiges passieren wird und wo wir über Ethik sehr konkret werden reden müssen. Ja, das ist eine spannende Frage, wie sich das regulieren lässt. Vielleicht auch ein Thema für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja weiterhin Fragen stellen können. Und Manuel Höferlin, Sie haben eben mal gesagt, ja, es braucht Regelungen, am besten auch internationale Regelungen. Der TÜV-Verband, der hat ja mal für eine angemessene Regulierung geworben auf nationaler und internationaler Ebene. Wie kann denn zum Beispiel so ein risikobasierter Ansatz aussehen? Haben Sie eine Idee? Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ich will noch mal einen Punkt gerade aufgreifen. Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein bei dem Ruf nach Regulierung von Dingen, die es noch gar nicht gibt. Wir reden jetzt über sehr starke KI. Im Prinzip die nächste KI, die angewandt ist, ist KI durch maschinelles Lernen in sehr, sehr, sehr fachspezifischen Situationen. Und da brauchen wir nur bedingt Regulierung. Und wir müssen vor allem mehr Forschungsfreiraum geben. Also beispielsweise ist KI total hilfreich bei Erkennung von Mustern von Datenbeständen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja auch keine Deep Learning KI, stimmt. Vielleicht teilweise, ich kenne die Mechanismen technisch nicht so gut, da müssten Sie den Fachmann dann nochmal fragen. Aber im Kern ist es ja so, das sind die Dinge, über die wir derzeit gerade reden. Und die Frage ist, geben wir dem einen Freiraum, sich zu entwickeln. Also ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben zum Beispiel Debatten bei Bilderkennungen. Ich bin nicht dafür, dass wir die KI auf die Bilder im Internet loslassen, um eine zentrale Datenbank von Menschen irgendwie zu erkennen. Aber es gibt zum Beispiel Fälle, wo wir Bildübereinstimmungen erkennen wollen, wenn zum Beispiel Staatsanwaltschaften oder Polizeien Asservate haben, wo es darum geht, können wir in großen Datenbeständen von Bildern Übereinstimmungen, zum Beispiel um Tatorte herauszufinden, laufen lassen. Da wird teilweise jetzt mit menschlichen Augen geguckt, über, ich weiß nicht, zigtausende von Fotos.
Das ist eine klassische Aufgabe für KI. Das ist das, was am nächsten ist, sind die low-hanging fruits. Die brauchen wir auch nicht zu regulieren, die müssen wir eigentlich mal nutzen und mal weiterentwickeln. Und darüber, das noch ein Wort zu den selbstfahrenden Autos. Das ist immer das ist total super, das Beispiel, weil da kann man das Dilemma immer so super erklären. Was machen wir, wenn das Auto rechts oder links zwei verschiedene Leute umfahren muss und es gibt keine Chance zu bremsen? Mal abgesehen davon, dass das sozusagen eine extreme Sondersituation ist und wahrscheinlich der allergrößte Teil der Aufgabe einer KI im Auto eine ganz andere ist, als diese Entscheidung zu treffen, haben wir natürlich solche Fälle auch jetzt schon. Für das Dilemma sind auch Menschen gestellt. Bei denen sagen wir halt am Ende, naja gut, der hat halt dann in der Situation entschieden. Das sind die Fragen, die wir ganz am Ende eines solchen Prozesses auch besprechen müssen. Ich glaube, Ethik ist wichtig da drin. Am Ende wird sich auch viel übrigens über Haftungsfragen klären. Also die Frage ist, wer entscheidet, wer haftet eigentlich am Ende für Entscheidungen einer KI? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und tagtäglich viel näher dran, als die letzten Fragen ethischer Grundsätze einer KI, ich sag mal, die es derzeit so noch nicht gibt, zu regeln. So wie Sie argumentieren, ja viele, die sagen, ja, eine Technologie besser verstehen oder besser zu machen, geht nur, indem wir sie gleich auch erstmal nutzen. Professor Christoph von der Malsburg, wenn wir da mal auf Ihr Beispiel gucken, technische Gesichtserkennung, würden Sie Ihre Erkenntnisse um die Gesichtserkennung im Nachhinein vielleicht sogar lieber rückgängig machen? Also ich bin froh, dass ich nicht mehr drin bin in dem Geschäft mit der Gesichtserkennung. Ich war neulich das ist ja schon anderthalb Jahre her, in China bei einer kleinen Firma namens Yitu, Y-I-T-U, die haben mich zu so einem Symposium eingeladen im Rahmen einer größeren Konferenz. Die sind gigantisch schnell gewachsen. Die haben mir erzählt, letztes Jahr waren wir 100 Leute, jetzt sind wir 1200 Leute, die machen Gesichtserkennung. Und in China wird das ja völlig ungebremst angewendet. An jeder Straßenkreuzung stehen Kameras, die also nun diese Datenströme, wir sind ja sehr viele, wie die Chinesen immer sagen, an so einer Kreuzung kann man tausende Gesichter sehen, die bauen Kameras, die also die Auflösung haben, um jedes einzelne Gesicht zu erkennen. Und Technik, die alle diese einzelnen Menschen verfolgen und damit also nun wie in dem Roman 1984 das wirkliche Leben in digital abzubilden. Ich bin sehr froh, dass ich da also nicht mal in Gefahr bin, irgendwie eine Rolle da drin zu spielen. Das sind ja Albträume. Nun haben wir hier ja in dieser Diskussion zwei Seiten einer Debatte, die wir abwägen müssen. Einerseits sind wir für Data Privacy, mir fällt gerade der deutsche Ausdruck nicht ein, und also für Datenschutz. Andererseits möchten wir, wie Herr Höfeling gerade gesagt hat, natürlich die technische Entwicklung nicht bremsen. In der gegenwärtigen Situation hat man das Gefühl, dass haben die Deutschen oder überhaupt die Europäer das Gefühl, dass sie längst abgehängt sind, weil diese gegenwärtige KI auf riesige Datenmassen zugeschnitten ist. Und die Europäer da eben Gewissensbisse haben und damit sparsam umgehen wollen. Schon deswegen sind wir abgehängt. Wahrscheinlich hat Herr Höferlin recht, dass diese persönlichen Daten, die also von Facebook etc. gesammelt werden, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern die durch Sensoren aufgenommenen technischen Daten, wo Deutschland, ich sage nur Industrie 4.0, ja eigentlich vorne dran ist. Also vielleicht wird dieser Konflikt zwischen Bereitschaft, also Offenheit gegenüber Forschung einerseits und Datenschutz andererseits auf die Weise so ein bisschen entschärft. Darf ich da gerade vielleicht ein Wort zu China sagen? Ja. Frau Köstler, Sie sind bei mir im Bildschirm eingefroren? Nee, doch. Sie lehnen. Also jetzt gerade weiter, ja? Ja. Jetzt gerade hatten wir einen kurzen Hänger, aber ich glaube, jetzt genau. Ist die Internetverbindung wieder stabil. Wenn Sie noch alles mal bei klar. Ihrem letzten Satz ansetzen wollen, Herr Professor von der Malsburg, dann kriegen wir alles mit. Na, ich hatte nur gesagt, da ist ein gewisser Konflikt zwischen zwischen dem Datenschutz einerseits und der Technik, Freudigkeit, Offenheit für Technik andererseits. Und das war, glaube ich, das Stichwort für Herrn Höfeling.
Und das scheint ja auch wirklich die große und schwierige Frage zu sein. Also wenn wir es nicht machen, heißt es, dann machen es andere. Aber wie können internationale Regeln aussehen? Also ein Bauingenieur kann zur Verantwortung gezogen werden, wenn das Gebäude einstürzt. Ein Programmierer bei Boeing, der musste beim Jungfernflug auch antreten und mitfliegen. Jetzt ist die große Frage, ist denn Verantwortung für KI in irgendeiner Form denkbar? Herr Höferlin. Also sicher, ja. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ich wollte mich eigentlich direkt antworten auf den Punkt China. China ist ein schönes Beispiel, dass man politische Weltanschauungen eben mit unterschiedlichen politischen Weltanschauungen eben solche Tools wie KI-Werkzeuge nutzen kann oder eben auch nicht. Und KI ist nicht gut und nicht böse und man darf auch der KI sozusagen nicht die Schuld für Weltanschauungen geben oder für die Folge daraus. Man darf der KI auch nicht die Schuld geben, dass Inhalte, irgendwie Meinungen in einer Blase existieren, sondern eigentlich ist es derjenige, der sozusagen diese Meinung da reingegeben hat. Die KI potenziert das dann eben nur. Und ich finde, wenn man das jetzt sieht, muss man die KI, die eingesetzte KI, immer im Kontext und im Anwendungsfall und auch im angewandten Kontext sehen. Und ich mache mal ein Beispiel aus der Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung ist eine ganz coole, richtig gute Technologie. China benutzt sie, um in der Straße ihre Bevölkerung auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Das ist sozusagen die schlechteste Anwendung. Polizeien in Deutschland beispielsweise, ich bringe jetzt mal ein ganz krasses Gegenbeispiel, weil, mal ein bisschen polarisierend, könnten zum Beispiel mit Hilfe von KI Abbildungen vom Missbrauch von Kindern viel schneller durchsuchen und auf Hinweise auf Tatorte, auf Verbindungen finden. Da gibt es auch kein Datenschutzproblem, weil das sind beschlagnahmte Daten, die sonst per Hand angeguckt werden. Das ist sozusagen das Gegenteil, wo ich mit dem gleichen Werkzeug einen ganz anderen Zweck erreichen kann. Und ich finde, deshalb kann man nicht sagen, Gesichtserkennung durch KI ist gut oder schlecht, sondern Gesichtserkennung durch KI ist dort gut oder schlecht, wo man sie in welchem Kontext anwendet. Und genau so müssen wir es auch politisch und gesamtgesellschaftlich angucken. Und jetzt komme ich mal zu Ihrer Frage zurück. Das ist das Dilemma bei aller Internetregulierung. Das fuchst mich wahnsinnig, dass wir natürlich, gerade ich im Bundestag, nationale Gesetze erlasse, wir auf europäischer Ebene europäische Gesetze erlassen. Aber am Ende sehen wir ja bei jeder großen technologischen Entwicklung, die schwappt durch die Welt. Die kann man auch nicht aufhalten und man kann auch nicht Netze, also aus meinem Empfinden her, nicht Netze separieren, sagen, da gibt es ein deutsches Internet und ein europäisches Internet und ein chinesisches Internet. Das funktioniert noch nicht mal bei den Chinesen richtig gut. Die versuchen es ja mit Acht und Krach und auch Russland versucht, den Knopf zum Abschotten zu machen. Das klappt nicht. Also wir haben sozusagen im positiven Sinne die Füchse der Pandora, des offenen Internets, der offenen Weltgesellschaft in der digitalen Welt geöffnet. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Und eigentlich wäre konsequent zu sagen, ja, da müssen wir eben auch mal gucken, wie wir gemeinsame Wertestandards finden. Das ist schon allein schwierig genug. Sieht man schon bei der Meinungsfreiheit weltweit, bei vielen anderen Werten. Aber da müssen wir langsam hin. Und dann gebe ich zu, wird es schwierig werden. Wir haben halt immer keine internationale Gesetzgebung. Bei solchen Themen müssen wir dann über Abkommen möglichst stark vorangehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bundesregierung auch im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft mal ein bisschen Gas gibt, auf europäischer Ebene viele Dinge mit anderen Teilen der Welt, vor allem USA und China, zum Beispiel bei der Thema Datennutzung, zu vereinbaren. Das ist ganz dringend notwendig. Ja, Sie sagen es, jede Technologie, die entwickelt wird, kann eben auch missbraucht werden. Deswegen immer die wichtige Frage, wie kann ein Missbrauch aussehen? Wir hatten es gerade über die Gesichtserkennungsdaten. Eine gigantische Datenbank von der Firma Clearview hat mehr als 3 Milliarden Fotos von echten Menschen genutzt, ohne deren Einwilligung diese Daten gesammelt. Auch wieder ein Fall für den Missbrauch. Jetzt stehen wir vor den großen Fragen, die zentralen Fragen. Was werden die intelligenten Systeme können? Was werden sie wollen? Was wird aus dem Menschen? So haben wir es angekündigt für diese Diskussion. Professor Christoph von der Malzburg, auf diese all die großen Fragen, haben Sie da eine kurze und kompakte Antwort? Nein, nein, die Sache ist so kompliziert, wie sie ist. Ich habe keine kurze Antwort. Ich kann nur sagen, dass mit der Weiterentwicklung der Technik den Menschen immer mehr Gelegenheit gegeben wird, ihre Ziele, ihre Ideen, ihre Träume umzusetzen. Das ist ja auch das, was Herr Höferlin gesagt hat. Die Technik, es kommt darauf an, wie die Technik eingesetzt wird. Und deswegen wird eigentlich das, was in den Menschen als Motiv oder als Beweggrund angelegt wird, immer weiter durch die Technik ermöglicht. Und manchmal wird mir so ein bisschen schwindelig,
wenn ich daran denke, was passiert, wenn die Menschen ihre Träume, ihren Willen wirklich vollends erfüllt kriegen. Wie zum Beispiel, dass ihnen die Maloche abgenommen wird, die unangenehme Arbeit. Zum Schluss stehen wir da und wissen gar nicht mehr, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, weil wir genau das bekommen haben, wovon wir also vor hunderten Jahren schon geträumt haben, nämlich dass uns die gebratenen Tauben von alleine in den Mund fliegen. Das tun sie ja eigentlich heute schon. Ich muss ja nur anrufen beim Lieferdienst und dann wird mir, wenn ich unbedingt eine gebratene Taube bestelle, auch die bis an den Mund geliefert. Also mir wird, es kommt schon darauf an, was die Menschen wirklich wollen, und die Technik ist dann nur eine Hilfe, eine Krücke, dahin zu kommen, und insofern verstärkt sie nur gute Dinge hoffentlich, aber eben auch leider auch schlechte Dinge. Ja, das ist dieses Beispiel Smart Home. Wenn alles von alleine hier zu Hause passiert, bewegen wir uns nicht mehr. Täte uns vielleicht ganz gut, wenn wir die Heizung selber an- und ausschalten. Es gibt ja auch noch Warnungen, KI-Fachleute befürchten, um jetzt noch ein Feld aufzumachen, aber die große Befürchtung, dass mit Hilfe moderner KI-Methoden neue Waffensysteme entstehen. Werden solche Missbräuche schon mitgedacht, also offensichtlich, weil man die Befürchtung hat, wie weit sind solche neuen Waffensysteme? Gibt es da Erkenntnisse? Was sagen Sie, Herr Höferlin? Also ich habe neulich ein Buch zur Probe runtergeladen, das heißt Army of None, das heißt eine Armee ohne Menschen. Und da habe ich nur die ersten drei Seiten gelesen, da ist mir völlig klar geworden, dass alle Diskussionen um solche Kriegswaffen, automatische Kriegswaffen, völlig ins Leere gehen, weil die Militärs werden es entwickeln, immer unter dem Drang, wenn ich es nicht entwickle, macht es der Feind und dann stehe ich schlecht da. Das wird also passieren, ganz egal, was wir uns wünschen. Und Manuel Höferlin, Sie haben sich jetzt geschickt der Frage entzogen mit der Verantwortung. Einen hippokratischen Eid für Programmierer, könnte es so etwas geben? Naja, es ist so, also grundsätzlich glaube ich, gibt es ja auch bei Programmierern eine gewisse Ethik, aber das, wie gesagt, das Beispiel von mir zeigt ja, dass man ein Werkzeug, das man entwickelt, gut wie schlecht anwenden kann. Das heißt, die Frage ist eher dann eine Haftung von Unternehmen, die bestimmte Produkte herausgeben, in dem Fall Softwareprodukte, wenn dann die, aus dem Teil kamen sie ja, wenn dann sozusagen die Software falsche Entscheidungen trifft. Ich bin auch der Meinung, dass im Bereich Waffentechnologie mit Sicherheit KI-Produkte entstehen werden. Die Frage ist, wie werden sie eingesetzt? Und wir haben in Deutschland die, ich glaube, einhellige Meinung in der Politik, ich wüsste gar nicht, wer da anderer Meinung ist, dass nicht Systeme entscheiden, wann Waffen benutzt werden, sondern Menschen. Das klingt im ersten Moment wie so ein Safeguard, aber ich sag mal, bei KI-Programmen ist das in ganz vielen Punkten nachher eine schwimmende Grenze, und zwar nicht nur bei Waffen. Ja? Also wenn das System mir sagt, jetzt musst du schießen und ein Soldat muss abdrücken, drückt er dann nicht ab, traut er sich dann nicht abzudrücken. Das Gleiche gilt aber übrigens in ganz anderen Fragen. Da brauchen Sie nur den Onkologen nehmen, der Röntgenbilder per KI auswerten lässt. Traut er sich, wenn die KI ihm sagt, das da hier ist Krebs, seinem Patienten zu sagen, nein, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung sage ich Ihnen, das ist kein Krebs. Das heißt, dieses Dilemma haben wir in ganz vielen Punkten wieder, wenn wir sozusagen eine super spezialisierte KI haben, die uns Empfehlungen gibt und wir dann im politischen Umfeld sagen, naja, die Entscheidung obliegt natürlich am Ende immer einem Menschen. Wird sich wirklich ein Mensch, egal ob Arzt, bei solch einer Entscheidung wie der Diagnose oder ein Soldat oder ein Offizier im Fall einer Entscheidung oder einer Empfehlung in dem Waffensystem gegen die KI stellen? Übrigens im zivilen Bereich tritt dann auch eine ganz andere spannende Haftungsfrage auf. Zahlt denn noch die ärztliche Versicherung, wenn der Arzt sich gegen den Rat der KI entscheidet? Oder sagt die Versicherung dann, also da hätten Sie ja wirklich mal der KI glauben müssen. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz spannende ethische Frage. Wo ist sozusagen diese suggerierte Auffanglinie? Wir sagen immer ganz einfach, naja, am Ende entscheidet ein Mensch. Aber wird es am Ende wirklich noch ein Mensch entscheiden? Traut er sich am Ende sozusagen noch gegen die KI eine Entscheidung zu treffen? Das finde ich eine spannende Frage nachher. Und das ist eine Frage, wo wir nachher auch über Haftungen übrigens wahrscheinlich über persönliche und finanzielle Haftungen sprechen müssen, wenn solche Entscheidungen getroffen werden.
Und im Grunde beantworten Sie damit schon unsere Zuschauerfragen, nämlich die von Dr. Peter Lemp, der geschrieben hat, was kann man mit KI lösen und was nicht? Welche Rolle soll, muss der Mensch in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenspiel einnehmen? Professor von der Malzburg, können Sie Herrn Lemp noch etwas dazu fügen? Ja, also die Maschine ist ja völlig neutral und zunächst mal völlig emotionslos und ethiklos. Und im Augenblick ist es auch noch so, dass die KI immer noch ein Werkzeug in der Hand des Menschen ist. Also die eigentlichen Entscheidungen, trotz der Idee von Herrn Höferlin, dass da ein Druck auf den Einzelnen, zum Beispiel auf den Arzt in seinem Beispiel, entsteht, ist es immer noch in der Hand des Menschen. Aber die Entwicklung geht eben hin zu immer mehr Autonomie. Und dann wird es natürlich sehr wichtig, dass wir der Maschine Ziele geben, mit denen wir leben können. Also es gibt dieses uralte Beispiel von Asimov, der also nun sich Gedanken gemacht hat, wie man mit Robotern umgeht, und hat seine drei berühmten Regeln formuliert. Es hat sich, also die erste Regel ist, tu nie jemanden, einen Menschen nie, niemals was an. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass diese Fragen viel zu primitiv waren. Also er selber hat das, er hat ja mehrere Romane geschrieben, wo dann die Roboter in große Verdrängung kamen, weil diese Fragen nicht ausgereicht haben. Unser juristisches System macht ja eigentlich doch klar, wie kompliziert solche Fragen sind. Was ist richtig, was ist falsch? Vor Gericht werden immer wieder Dinge verhandelt, wo man wirklich verschiedene Meinungen sein kann, die einfach durch eine komplexe Situation vor Konflikte stellen. Also dieser Bereich, der wird uns ewig beschäftigen, und wir müssen aufpassen, dass wir da als Menschen das Heft in der Hand behalten. Aber auch selbst unter dieser Prämisse wird es schwierig sein. Ja, weitere Fragen von Ralf Günther. Würde gerne etwas wissen über die Rolle der KI bei der politischen Meinungsbildung. Abschreckendes Beispiel bei den vergangenen Wahlen in den USA. Das ist doch eine Gefahr für die Demokratie in modernen Gesellschaften. Wir haben es doch eben schon mal kurz angesprochen. Also die sogenannten Trollfarmen in St. Petersburg, die 2016 ja auch ihren Anteil an der US-Wahl hatten. Und in Bezug auf Demokratie und Algorithmen, welche Gefahren sehen Sie da noch? Manuel Höferlin, wenn wir gerade über die Politik sprechen, können Sie vielleicht antworten. Gerne. Also ja, das ist natürlich eine Gefahr. Sie findet aber näher und fruchtbaren Boden, vor allen Dingen, weil sie auf, ja, wie soll ich sagen, unvorsichtige, vielleicht sogar naive Nutzer trifft. Ja. Das klingt jetzt so einfach, aber es ist im Prinzip einfach die Geschwindigkeit, mit der wir soziale Netzwerke und die Vernetzung der Menschheit erleben und mitmachen, ist nicht mit der Kritikfähigkeit im Umgang damit gleichzeitig gewachsen. Also wir sind sehr naiv als Gesellschaft mit dem, was wir da präsentiert bekommen. Es erinnert manchmal so ein bisschen an Fernsehen. Ne? Früher haben wir uns halt dafür die Glotze gesetzt, irgendwie. Dann haben die Leute irgendwann geglaubt, es passiert wirklich, was da drin geschieht. Ist ja sehr naiv, aber das gab es ja wirklich. Und im Prinzip ist es oft ganz vergleichbar. Natürlich kann ich durch entsprechende Trollfarmen Nachrichten versuchen zu manipulieren. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es obliegt auch uns als Gesellschaft, die Menschen in die Lage zu versetzen, so etwas kritisch zu begleiten. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, an Informationen außerhalb seiner Blase zu kommen. Man muss es eben nur machen. Und dass es nicht gemacht wird, ist jetzt nicht Schuld derjenigen, die da trollen, sondern es ist der Schuld derer, die sich keine andere Meinung holen. Und darauf, finde ich, sollten wir als Politik viel stärker agieren und reagieren, indem wir sagen, ja, lasst uns doch dieses kritische Auseinandersetzen mit den Quellinformationen lernen. Wir haben nicht gelernt, als Gesellschaft mit Quellen umzugehen. Das machen Journalisten für uns und bieten uns am Ende eine ausgewogene Meinung. Das ist irgendwie durch viele Generationen festgefahren, dass wir heute alle Quelleninformationen bekommen und nicht alles, was wir lesen, wahr ist, und dass es keinen Vorfilter gibt. Das haben manche einfach noch nicht irgendwie bemerkt. Und das ist das Dramatische. Liest sich vielleicht, ja. Bitte? Die manchen sind ja, wie man an der amerikanischen Bevölkerung sieht, gar nicht mal eine Minderheit, sondern
Da gibt es, wie Sie wissen, eine Partei oder einen Präsidenten, der ohne jeden Rückhalt die unglaublichsten Dinge ins Netz setzt und seine Anhänger jubeln. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir mit unserer Meinung uns nach der Mehrheit, nach der Umgebung richten, in der wir sind. Die unmöglichsten Meinungen können sich in dieser Weise durchsetzen. Es gibt so eine nette Demo, dass jemand 5 Leute auf die Bühne bittet und er fragt sie, was ist 2 plus 2? Und dann sagen die alle 5. Und dann fragt er jemanden im Publikum, was sagen sie? Und dann sagt er auch 5. Ja, ich weiß auch nicht, hab ich vielleicht nicht richtig verstanden. Also das ist ein unglaublicher Versuch. Und deswegen, ja, wir müssen daran appellieren, dass die einzelnen Menschen Kritikfähigkeit entwickeln. Aber manchmal kriege ich einfach Himmelangst, wenn ich sehe, was alles durchgeht in den Medien. Also ich weiß nicht, ob Sie darüber gelesen haben, aber da gibt es in Frankreich jetzt einen Film, der gerade besprochen wird, Hold Up, wo also finsterste Konspirationstheorie aus dem Munde von etablierten Wissenschaftlern und Politikern und so weiter erzählt wird. Da wird mir Himmelangst, dass uns die Wahrheit einfach verloren gehen könnte. Ja, da schließt sich vielleicht eine Zuschauerfrage noch an, die anonym gestellt wurde. Die Aussage, wir sollten nicht nach Regulierung rufen, wenn es die Dinge noch nicht gibt, finde ich steil, weil mir immer noch scheint, dass das Internet für Deutschland und die Gesetzeslage immer noch Neuland scheint. Wäre es nicht angebracht, hier lieber Vorreiterrolle und in Klammern auch mit Blick auf die internationale Sphäre zu spielen? Also die Frage natürlich, werden KI-Anwendungen vor ihrem Gebrauch ausgiebig getestet? Und Herr Höferlin, Sie haben gesagt, nee, erstmal loslegen. Naja, ich mache mal ganz, bin ja ein Freund von praktischen Beispielen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn dass wir in Deutschland bestimmte Technologien nicht zulassen oder sie verbieten? Also nehmen wir zum Beispiel die Blockchain-Technologie, die wird in Deutschland von der Finanzaufsicht für Finanzprodukte nicht zugelassen, weil man sie erst regulieren will. Und was passiert? Sie entwickelt sich in Liechtenstein, in anderen Teilen Europas oder in anderen Teilen der Welt. Und die Leute, die es hier entwickeln könnten, gehen woanders hin. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, in Deutschland oder in Europa eine Weltregulierung anzustoßen. Und deswegen ist das ein netter Gedanke, zu sagen, ja, wir regulieren das erstmal. Ich glaube, das würde auch den Gesetzgeber überfordern, weil wir sind ja gar nicht die Profis. Wir können ja gar nicht abschätzen, was damit machbar und möglich ist. Und auch die Gefahren sehen wir vielleicht alle noch nicht im ersten Moment. Wobei ja in Frankfurt auch Experten, wenn ich kurz reingrätschen darf, ja. Philipp Sandner sitzt in Frankfurt, gerade ein großer Blockchain-Experte. Dort gibt es viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also auch hier ist Blockchain ein großes Thema. Die Blockchain-Entwickler sitzen teilweise in Deutschland, die Firmen sitzen aber dann im Ausland. Ich bin ja Mitglied im Beirat Blockchain und wir haben da zahlreiche Fälle, wo wirklich Unternehmen sagen, unser Produkt können wir hier nicht machen, wir gehen nach Liechtenstein oder wir gehen nach sonst wohin, nach Israel oder irgendwo in die Welt, gleich nach den USA, weil wir es dort ausprobieren können. Und sei es nur in sogenannten regulatorischen Spielkästen, Sandkästen, Regulatory Sandboxes, was ich übrigens auch für die KI eine gute Idee fände, also ein Testbereich, in dem man auch mal moderne Technologien ausprobieren kann, um die Wirkung, die Chancen und die Risiken einfach mal an sich anzuschauen und danach zu überlegen, bedarf es einer Regulierung. Und nicht zu sagen, ja, wir testen das gar nicht, wir entwickeln das gar nicht, wir regulieren das erst. Weil ganz ehrlich, bei solchen innovativen Ideen hat das nur zur Folge, dass sie einfach woanders entwickelt werden. Und das können wir uns auch ehrlich gesagt in Deutschland, Europa auch nicht leisten, in dem Wettbewerb, in dem wir uns die ganze Zeit schon befunden haben, in dem wir uns jetzt nach Covid-19 erst recht befinden werden, werden mit ganz anderer Manpower, mit ganz anderer Entwicklungsintensität Dinge in anderen Teilen der Welt entwickelt. Und mir ist es lieber, eine kritische KI-Technologie wird hier entwickelt, wo wir sie begleiten können, als in China beispielsweise, wo sie am Ende fertig auf den Markt kommt und wir uns dagegen eigentlich am Ende nicht abschotten können. Also die Frage ist, mache ich mit bei etwas oder werde ich am Ende von etwas überrannt? Und da bin ich eher der Freund dabei, mitzumachen. Für uns wird es jetzt sportlich. Wir haben noch 1 Minute und 3 Zuschauerinnen und Zuschauerfragen. Vielleicht kriegen wir das auf jeden Fall in der Kürze der Zeit auch noch ganz gut abgearbeitet. Einmal Udo S. möchte wissen, sind Algorithmen Bestandteil von KI oder wie ist der Zusammenhang? Professor von der Malzburg. Also Algorithmen sind der große Rahmen, in dem sich als kleine Werkzeuge, als Teile KI abspielt. Also KI ist im Rahmen von Algorithmen angesiedelt.
Magnus möchte wissen, macht KI den Mensch überflüssig? Noch lange nein. Nicht. Nein. Da sind Sie sich beide mal einig. Dann kommt eine Frage von Clemens Minn. Ist die Anwendung von KI im Arbeitsleben wirklich freiwillig? Wenn einige Arbeitnehmer KI anwenden, um Dokumente zu optimieren, haben andere dann die Option, das nicht zu tun? Wer möchte antworten? Na, also ich denke, das ist Menschenverstand, dass wenn einzelne Menschen mit KI Erfolg haben, dann sind andere unter Druck, das mitzumachen. Das glaube ich schon. Letzte Frage von Bertolt Eilebrecht. Wenn wir in 5 Jahren oder auch noch weiter in die Zukunft schauen, welche Innovationen möchten Sie durch die KI gelöst sehen? Können Sie beide gerne beantworten, Christoph von der Malsburg. Also ich bin daran interessiert, das Gehirn zu erforschen und bin daran interessiert, wesentliche Funktionen des Gehirns nachzumachen auf dem Computer, um sie zu verstehen. Das drängt mich natürlich in die Situation, mir sowas vorzustellen wie ein Haushaltsroboter oder ein wirklich autonomes Auto oder ein Gerät, dem man also nun die Funktion von irgendwas beschreibt und das Gerät schreibt den Algorithmus und setzt es als Algorithmus um. Ich bin nicht sicher, ob das alles, das wird schwer zu verdauen sein, aber das sind so die Dinge, die ich mir vorstellen kann. Bei Manuel Höferlin, denke ich, der hat die Kryptowährungen eingeführt in 5 Jahren. Was gehört noch zu Ihrem Alltag? Ich habe es nicht so mit Kryptowährungen. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Erwartungen an KI. Vielleicht nimmt mir KI mal die Entscheidung ab, was ich abends esse. Da bin ich manchmal aufgeschmissen und macht mir richtig super Vorbeispiele, wo ich dann auch richtig Lust habe. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird schleichend in unseren Alltag kommen. Es tut's ja jetzt schon. Und wir werden wahrscheinlich, so wie Sie vorhin bei Smart Home angeteased haben, zu sagen, wir werden das schleicht ja auch langsam. Es wird einfach ein Komfortfaktor werden. Und ich hoffe, dass wir am Ende mehr Positives haben als Negatives. Dafür müssen wir halt in der Politik und in der Gesellschaft insgesamt auch durch Debatten sorgen. Und vielleicht haben wir einfach ein noch schöneres Leben, das uns bestimmte Dinge, die uns nicht so angenehm sind, abnimmt oder es einfach ein angenehmes Leben macht. Das ist für mich Innovation durch Technologie in ganz vielen Punkten. Wo wir dann selbstverantwortlich immer noch entscheiden, ob wir dann den Hintern hochkriegen oder doch auf dem Sofa sitzen bleiben. Ja, das wäre ja schon so. Ich darf mich in jedem Fall ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre spannenden Eindrücke, für Ihr Wissen, was Sie hier mit eingebracht haben im Namen der Zuschauer. Und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken. Ein Dank geht auch an Ludger Kersting für die Vorbereitung und an Eda Özdemir für den technischen Support an dieser Stelle. Ja, und wünsche allen noch einen angenehmen Abend. Also danke für Ihre Teilnahme. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.